że tutaj mam, przed nami jest właśnie zwycięzca. O, wywiad. C'est incroyable, je suis trop content et ça paye, même si ça prend du temps, ça paye le travail. Voilà, je suis vraiment content, j'ai pas de mots, je remercie mon nouveau team Colorado aussi pour m'accueillir et c'était super, magnifique. 2h06:38. Exactement ce qu'il a dit, Julien. Ouais. Ça m'a rappelé 35 km, 35, 36. Je pense que c'est 38 parce qu'il y a Olivier qui m'a dit tout le temps à côté et peut-être 38, 37. Du coup, je pense que c'est déjà. Alors, on savait que tu étais en grande forme, tu n'as pas vraiment voulu le proclamer haut et fort. Quand tu as pris le départ, tu avais ça dans la tête? Ouais, au départ, j'ai toujours le record parcours, mais pas record suisse. Mais après 5 km, j'ai dit pourquoi pas, j'essaye, j'ai rien à perdre et puis voilà. C'est toujours à moi, même si j'arrive pas. Et puis, du coup, j'ai essayé et ça marche. Et il semblerait même que le retour de Big Milan, tu as pu accélérer, faire à vrai dire le premier négatif split sur un marathon de ta vie. Non, c'est exactement 2013 aussi, c'était négatif. Et ouais, bah, j'ai fait beaucoup économiser le temps que les lèvres ils sont là. Et après, j'ai accéléré et puis je donnais tout ce que je peux. Et ça marchait. À Séoul en 2016, 2640. À Zurich en 2022, 2006, 2.06.38. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Surtout, qu'est-ce que c'est drôle ici, un Schweizer, un Suisse, coureur suisse avec le marque suisse, et en Suisse, record suisse. Bah, c'est génial. Et champion suisse. Voilà, champion suisse. Merci. Merci beaucoup. C'est dur le métier de journaliste. Team Colorado, Julien Wanders aussi. Voilà, herzlichen Dank für das Willkommen und das hat uns sehr gut gemacht. Und danke vielmals. Ja, das super Trainingslager in Kenia. Hast du gewusst, dass du so stark bist vor dem Lauf? Ja, ich wusste schon, dass ich in Form bin und dann es wird gut laufen, aber nicht auf Schweizer Rekord, sondern vielleicht auf dem Streckenrekord. Aber ja, alles ist möglich. Also der Anfang ist bei 3.02 gewesen ungefähr, ja. Und er die zweite Hälfte ist schneller geworden. Ja, wir wollen nicht so schnell aggressiv anfangen, weil am Ende wollte ich nicht die Krampf oder so haben, sondern die Muskeln ein bisschen locker lassen. Die ersten 5 Kilometer vielleicht 3.04, 3.05 haben wir gemacht. Als die Sonne kommt, habe ich gesagt, ja, mach doch schon erste Kilometer, mach doch 3.00. Dann die Tempomacher haben es sehr gut gemacht, vor allem morgen der neue Team, aus dem On-Team. Läufer und auch meinen Äthiopien-Tempomacher haben einen sehr guten Job gemacht. Danke. 2016 in Seoul, Schweizer Rekord mit 2.06.40 und jetzt 2 Sekunden schneller, 2022 in Zürich. Und Schweizer Meistertitel und Schweizer Rekord. Es ist unglaublich. Also in der Schweiz mit dem Schweizer Firma und einem Schweizer Rekord. Also alles, das ist super. Und Schweizer Meister auch. Für mich ist der erste Schweizer Titel auf Marathon und das ist unglaublich. Noch kurz ein Wort. Letzte Woche war Paris gesehen. Auch hier vom Julien Wanders dreht. Sie hat ja den Schweizer Rekord wird vielleicht gehen. Und der Julien selber hat gesagt, es wäre gut, wenn ich noch schlafe. Und dann ist es ein super Zweck, denn ich habe zusammen trainiert. Also Marathon in der Schweiz auf höchstem Niveau.
Ja, also ich habe schon enttäuscht für Julien, aber er ist jung und es ist der Erste und hat er eine gute Erfahrung gehabt und ich weiß, er kann schon schneller laufen, aber das braucht Zeit, mit der Zeit kommt es und dann, ja, schade, aber endlich, das Training war gut und so kann man schauen, dass mein Lauf war sehr gut, einfach er hat eine Bauchschmerzen oder Bauchprobleme, sonst das Programm war sehr gut. Jetzt müssen wir gerne noch wissen, im Training ist der Tade schneller gewesen oder ist der Julien schneller gewesen in Kenia? Ja, wir haben noch nie einen Wettkampf gemacht, aber im Training waren wir immer zusammen und dann ja, je nachdem die Körperreserve wie viel hat, man weiß nicht, aber ich war immer sehr gut und wir waren immer zusammen im Ziel, also im Training haben wir nie ein Problem gehabt. Bravo, Gratulation.